eigentlich der Tag der Besinnung, aber auch der Umkehr. Insofern vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Redner, das ist Jens Stomper. Ich freue mich darauf. Ich bin gespannt, was du zu sagen hast. Ja, hallo. Ich grüße euch. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Ja, ich möchte heute die Gelegenheit nutzen und eine Anekdote erzählen aus dem Bundestagswahlkampf, die viel zu schön ist, um sie in Vergessenheit geraten zu lassen. Ich möchte heute über einen Mann sprechen, den man wohl am treffendsten mit den Worten bayerisches Country Potato in brauner Soße beschreiben kann. Das vollste Vertrauen genießt er nicht nur bei Angela Merkel in Berlin, sondern auch bei dem amerikanischen Geheimdienstkoordinator James T. Clapper in Washington und bei General Keith Alexander in Fort Meade. Wie wir alle heute wissen, ist das Vertrauen jenseits des Atlantiks so groß, dass sogar die privaten Telefone der Bundeskanzlerin und ihrer Minister abgehört werden. Und das war auch mit seinem Verdienst, denn er mischt überall mit. Nach dem Motto mehr Uhlwagen importiert er von NS&A nach bester 80er-Jahre-Mentalität amerikanische Innovationen zur Innen- und Sicherheitspolitik, wie zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung, den Staatstrojaner und auch das nationale Cyberabwehrzentrum. Von X-Keyscore will ich hier gar nicht erst anfangen zu reden. Zwei der genialsten Beiträge der Bundesregierung zur Aufklärung der NSA-Affäre stammen von ihm. Und ich möchte das jetzt hier zitieren. Erstens, wir wissen es bis heute nicht. Und zweitens, ich kann es Ihnen schlichtweg nicht sagen. Er ist also wahrhaft ein operierender Titan der CSU. Die Rede ist von keinem Geringeren als Bundesinnenminister außer Dienst, Bundeslandwirtschaftsminister außer Dienst, Doktor, den hat er noch, Hans-Peter Friedrich. Ja. Circa 100 Tage nach Beginn des größten Überwachungsskandals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland waren von offizieller Seite noch immer alle Fragen offen geblieben und sind es auch bis heute. In den Antworten der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage im Deutschen Bundestag offenbarte sich das gesamte Ausmaß an Verschlagenheit und professioneller Vertuschung im Umgang mit unseren Bürgerrechten, Überwachungsinstrumenten und Geheimdiensten. Die Bundesregierung gebärdet sich aalglatt, wie ein Mafiosi im Zeugenstand, bestreitet ihre Mitwisserschaft, Zitat, die Bundesregierung hat keine entsprechenden Kenntnisse, Zitat Ende, und versteigt sich sogar zu der Aussage, Zitat Anfang, ob und inwieweit die von Edward Snowden vorgetragenen Überwachungsvorgänge tatsächlich belegt sind, ist derzeit offen. Die Bundesregierung stellt sich dumm. Sie gibt an, selbst keine Ahnung von irgendwas zu haben und das auf die in die US- und britische Regierung versandten Fragenkataloge zu den bekannt gewordenen Überwachungsprogrammen bisher noch keine abschließenden Antworten vorliegen. Aber ausgerechnet im Rahmen der Reise des Innenministers Friedrich am 12. Juli 2013 nach Washington zu NS&A wurden angeblich bereits wichtige Auskünfte zu den von Deutschland aufgeworfenen Fragen gegeben. So heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf Seite 6. Die bekannt gewordenen Einzelheiten aus Friedrichs Bericht vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium und dem Innenausschuss entlarvten den Kurzbesuch des Bundesinnenministers in Washington als einen billigen Taschenspielertrick, um die Affäre herunterzuspielen und von den wahren Verantwortlichen im Kanzleramt abzulenken. Denn glaubt man amerikanischen Quellen, dann irrlichterte Friedrich auf internationalem Parkett umher, als er in Deutschland verlautbaren ließ, Aufklärung zu betreiben. Wir mussten indes aus amerikanischen Medien erfahren,
dass die gute Zusammenarbeit mit NSA sogar noch ausgebaut werden soll. Und anstatt Klarheit zu schaffen, warf Friedrichs Besuch nur noch mehr Fragen auf. In wie vielen Fällen konnten mit Hilfe von NSA denn nun wirklich Terroranschläge in Deutschland vereitelt werden? Aus eigener Agententätigkeit lagen der Piratenpartei bereits damals Erkenntnisse vor, wonach Friedrich seine Reise nicht aus eigenem Antrieb angetreten hat, sondern wohl eher dazu verdonnert wurde. Und das kam so. Im unterfränkischen Würzburg findet am 5. Juli eine Wahlkampfveranstaltung der CSU mit dem aus Oberfranken stammenden Bundesinnenminister statt. Für Friedrich ein Heimspiel im Hofbräukeller. Auch Piraten zieht es zu der Veranstaltung. Sie demonstrieren vor dem Lokal für politisches Asyl für den amerikanischen Whistleblower Edward Snowden. Einige entschließen sich der Veranstaltung als Undercover-Piraten beizuwohnen. So auch Thorsten Neuwirth und Maximilian Winkler, der erste Vorsitzende und der politische Geschäftsführer des Bezirksverbands Unterfranken der Piratenpartei. Sowohl in seiner Rede als auch auf spätere Nachfrage äußerte sich Friedrich zum NSA-Überwachungsskandal demnach ganz klar. Ganz klar. Ich sag's nochmal. Ganz klar. Er selbst sei gar nicht zuständig, sondern Kanzleramtsminister Pofalla. Man solle sich doch bitte an Pofalla wenden. Das hat er so gesagt dort, auf mehrfache Nachfrage. Doch am 10. Juli fliegt nicht Pofalla nach Washington, sondern Friedrich. Im Interview aus Washington per Satellit nimmt man Friedrich dann weniger als Treiber, sondern vielmehr als Getriebenen wahr. Man merkt ihm an, dass dieser Flug für ihn wohl etwas zu hoch war. Als Schauspieler würde er wohl eher in Heimatfilmen mitwirken, als in reißerischen Agenten-Thrillern. Wer ihn schickt, will nicht aufklären oder gar eskalieren, sondern den Ball flach halten, das aufgebrachte Volk wieder beruhigen und von sich selbst ablenken. Dass Friedrich schließlich mit leeren Händen aus Washington zurückkehrte, hat uns deshalb auch nicht verwundert. Dass die Bundesregierung später den Versuch unternimmt, diese dilettantische Einlage ihres Aufklärers widerwillen in der Retrospektive als erfolgreich umzudeuten, wirkte dagegen fast schon draufgängerisch. So draufgängerisch, dass er in der folgenden Legislaturperiode als Landwirtschaftsminister Schäfchen hüten durfte. Letztendlich in der Affäre um das merkwürdige Nutzungsverhalten des SPD-Bundestagsabgeordneten Christian Ederti ging sein oberfränkisches Temperament vollends mit ihm durch. Denn die gute Zusammenarbeit beim Datenaustausch mit Nachrichtendiensten und Ermittlungsbehörden, die ihm bereits in Washington von NSA bescheinigt wurde, setzte er konsequent auch in Deutschland fort. Zuletzt offenbar, indem er im Oktober 2013 Informationen aus einem laufenden Ermittlungsverfahren zum merkwürdigen Nutzungsverhalten von Christian Ederti an den SPD-Chef Sigmar Gabriel weitergab. In bayerischer Sturheit beharrte er anschließend darauf, politisch und rechtlich richtig gehandelt zu haben. Unser PK-Management-Tipp für Sie, Herr Dr. Friedrich. Bleiben Sie so, wie Sie sind. Sie haben sich nichts vorzuwerfen. Seien Sie ehrlich. Sagen Sie es gerade heraus. Sie haben absolut nichts zu verbergen. Sie haben unser vollstes Vertrauen. Wir alle hören Ihnen zu. Sie haben unsere vollste Aufmerksamkeit. Und als Bundesminister sogar die von NSA. Aber ich kann euch alle beruhigen, denn von Pofalla wissen wir, deutsche Daten werden in einem mehrstufigen Verfahren herausgefiltert. Na dann,
Dann ist ja alles gut. Es gibt nichts zu kritisieren. Ich erkläre hiermit den politischen Aschermittwoch für beendet. Dankeschön. Lieber Jens.